Servus, hier ist wieder euer Klaus und heute sprechen wir über prähistorische Fische. Nein, natürlich nicht. Heute sprechen wir über die Wirbelsäule und über Rückenschmerzen. Als erstes sprechen wir über die Anatomie der Wirbelsäule. Hier haben wir die Halswirbelsäule, genannt auch HWS, die Brustwirbelsäule, BWS, die Lendenwirbelsäule, LWS, das Kreuzbein und das Steißbein und den beiden Beckenhälften. An der Wirbelsäule ist es so, dass rechts und links jeweils ein Nervenpaar austritt bis nach unten. Ihr seht auch, bis zum Kreuzbein treten noch Nervenpaare aus, die eben immer verschiedene Bereiche des Körpers versorgen. Hier kann es sein, dass, und das ist glaube ich das meiste, es zu muskulären Verspannungen kommt, die dann Probleme machen, dass es zu Bandscheibenvorfällen kommt, wie man hier sieht, die dann austreten und eben den Nerv komprimieren und es dann zum Schmerz kommt. Und natürlich das, was ihr auch kennt, dieser klassische Hexenschuss, wo man sich bückt, etwas anheben möchte zum Beispiel und es dann in den Rücken schießt. Natürlich da auch sofort eine Bewegungseinschränkung kommt, Schmerz. Und das entsteht meistens, weil es zu Verkantungen in der Wirbelsäule kommt, die Muskulatur dann sofort in einen Schutzmechanismus geht, verspannt. Und das dann eben den Schmerz auslöst und die Bewegungseinschränkung. Wenn ihr zum Beispiel viel vom Computer sitzt und angestrengt in den Bildschirm schaut, kann auch die Halsmuskulatur über die Augen verspannen. Da kann es dann auch zu Statikveränderungen kommen, wo es eben vielleicht auch zu Veränderungen in der Lendenwirbelsäule und Schmerzen in der Lendenwirbelsäule kommt. Was auch sehr oft passiert, aber auch nicht erkannt wird, ist bei Kindern zum Beispiel über die klassische Zahnspange. Dort kann es sein, dass die Verspannungen schon auftreten, während die Zahnspange im Mund ist. Aber sehr oft passiert es, dass die Zahnspange schon ein, zwei Jahre aus dem Mund heraus ist und eben dann Schmerzen im Halswirbelsäulenbereich oder im Lendenwirbelsäulenbereich beim Kind auftreten und es dann so ist, dass man lange sucht, wo könnte es denn herkommen, aber es vielleicht ganz einfach ist, weil es die Zahnspange über den hohen Zug, der im Mund dort ausgeübt wird, eben es auch zu Statikveränderungen kommt und dann eben auch zu Schmerzen an der Wirbelsäule kommen kann. Und natürlich, was auch passiert und auch bei uns im Profisport oft passiert, dass gerade jetzt in der Winterzeit es durch angehende Infekte, die noch gar nicht ausgebrochen sind, sondern meistens erst in ein, zwei Tagen ausbrechen, es dann zu Beschwerden in der Lendenwirbelsäule im unteren Rücken kommen kann. Wenn ihr natürlich dann einen Infekt habt, dann könnt ihr sehr gut mit Aspekton immun arbeiten. Das könnt ihr natürlich auch zur Vorbeugung nehmen, dass ein Infekt vielleicht auch gar nicht auftritt, ja, und es auch nicht zu Beschwerden in der Lendenwirbelsäule kommt. Häufig treten auch Lendenwirbelsäulenbeschwerden durch verschiedene Untergründe auf. Gerade beim Fußball ist es so, dass ja der eine oder andere vielleicht noch auf einem Aschenplatz spielt. Der ist natürlich relativ hart. Es gibt mittlerweile auch den einen oder anderen, der auf Kunstrasen spielt, das ist schon etwas moderner. Aber auch natürlich, wenn jetzt wie in der Wintersaison der Boden gefroren ist, hat man immer einen harten Untergrund und dadurch können natürlich auch Beschwerden in der Lendenwirbelsäule stattfinden, weil es so ist, dass beim Laufen natürlich ungefähr das 3,5-fache des Körpergewichts auf den Körper einwirkt. Das heißt, wenn wir jetzt einen Spieler oder einen Sportler haben, der 80 Kilo wiegt, dann haben wir hier so 250, 260 Kilo, die da auf die Wirbelsäule einwirken. Und das ist natürlich schon relativ viel, was die Wirbelsäule aushalten muss. Was man auch achten sollte, ist zu Hause, dass man eine gute Matratze hat und das passende Kissen dazu. Denn man muss sich natürlich schon
auch vorstellen, dass man ja 8 bis 10 Stunden im Bett liegt. Da sollte man natürlich auch dementsprechend gut im Bett liegen, so dass die Halswirbelsäule, wenn man liegt, auch der Kopf gut gelagert ist, nicht nach unten hängt, ja, 8 Stunden. Da gibt es mittlerweile sehr gute Sachen, auch wenn man Rücken- oder Bauchschläfer ist, was es natürlich auch gibt, ja, wo es auch mittlerweile auch schon Matratzen gibt, wo die Schulterpartien zum Beispiel einsinken, so, damit die Wirbelsäule eine gerade Linie beim Schlafen gibt. Dass man durch verschiedene Beweglichkeitsübungen vielleicht herausfinden kann, wo es herkommt, dass man hergehen kann, natürlich durch eine MRT-Untersuchung oder durch eine CT-Untersuchung, wenn es schlimmer ist, eben herausfindet, was es denn im Endeffekt ist und dann eben auch auf die Wirbelsäule, auf den Schmerz, auf die Bewegungseinschränkung dann auch einwirken kann. Das nächste natürlich ist wie immer die Physiotherapie. Dort gibt es, wenn es nicht ganz so schlimm ist, immer gute Möglichkeiten, den Schmerz zu nehmen, die Bewegung wiederherzustellen, egal ob es durch Wärmeanwendungen ist, ob es durch Massagen ist, ob es durch Krankengymnastik ist, durch Manualtherapie, da kann man relativ viel machen. Und natürlich, wenn ihr dann schon einen Schritt weiter seid, ist es natürlich so, dass dann das Rückentraining ansteht, um die Bereiche, die geschmerzt haben, dass man die stabilisiert. Da hauptsächlich die Rückenmuskulatur, die Bauchmuskulatur, die Po-Muskulatur. Man spricht hier so von dieser LBH-Region, ja, die man dann stabilisiert. Und man muss natürlich auch versuchen, dass man nicht nur stabilisiert, sondern eben auch mobilisiert. Das heißt auch versucht, dass die Hüftgelenke, die Brustwirbelsäule, die sogenannten ISG-Gelenke, die hier unten sitzen, ja, rechts und links des Kreuzbeins bei den beiden Beckenschaufeln, dass das mobil bleibt. Das ist sehr wichtig. Man kann hier auch wieder mit Tape-Verbänden arbeiten, das machen wir auch, und zwar mit so einem klassischen Faszientape zum Beispiel, der rechts und links der Wirbelsäule geklebt wird, um dort auf die Spannung der Faszienstrukturen zum Beispiel, die unter der Muskulatur liegen, Einfluss zu nehmen oder auch auf die Spannung der Muskulatur Einfluss zu nehmen. Das kann man auch sehr gut im Halswirbelsäulenbereich anwenden, das habt ihr bestimmt schon öfters mal gesehen, da gibt es dann farbige Bänder in Gelb, Rot, Blau, je nachdem, die dann meistens immer oben beim T-Shirt rausgucken oder beim Hemd, wo man eben die Spannung sehr gut beeinflussen kann. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Euer Klaus. Hallo, ich habe einen neuen Job. Ich bin jetzt eine YouTube-Endcard und soll euch sagen, dass die Videos hier rechts sehr, sehr gut sind.